Test, test, test. Mike, 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 one, one, one. Mike, two. Mike, two. One, Greg, Greg, Greg. Ah, ja. Jo. So, Leute, auf geht's, ab geht's. Tarkov TV. Ich freue mich mega. 1. April. Es ist kein April-Scherz. Wir haben ja gedacht, dass es vielleicht ein April-Scherz ist. Nein, here we go. Ich mach die Kamera noch ein bisschen nach oben. Und dann let's go. Boah, freue ich mich. Pulsmesser, boah, mein Puls geht aber auch nach oben. Beziehungsweise geht gerade nicht nach oben, lol. Pulsmesser ausmachen. Oder sollen wir denn. Nee, wir lassen. Oh, guck mal, wir lassen die Kamera so. Dann passt das sogar mit dem Pulsmesser. Lul. So, Nikita. Bitteschön. It's your time to shine. Auf geht's. Nintendo, quatschen wir her nochmal ausführlicher. Aber gute Besserung dir weiterhin. Gute Besserung erstmal. Das ist das Allerwichtigste. Schön, dass du wieder da bist. Oh Mann, hört man nicht gerne so traurige Nachrichten. Gute Besserung für dich. Baron von Butzhausen. Moin, schönen guten Abend. Ich bin heute auch aus Quarantäne und gleich mal Level 12 geworden. GG's, Baron. GG's. Und WB. WB. Sophie, ja, 100%. Meine Rede. Warsense, moin Warsense. Wirklich frech, dass er dich warten lässt. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle ein Getränk dabei. Weil möglicherweise wird es ein todernster Stream heute, Podcast. Möglicherweise wird es ein etwas lockerer. Ich bin auf jeden Fall auf alles vorbereitet. Ich habe hier meinen Cuba Libre. Mal gucken, was wir machen. Let's go. Ich verstehe das, Nintendo, so eine Art Reset im Kopf zu machen, ne? Ich verstehe immer irgendwie. Oh, da sind sie! Ich verstehe das, Nintendo. Hello. Hello. Check, can you hear me? Check, könnt ihr mich hören? Chat, bitte. Sag etwas. Nikita, wir hören dich sehr, sehr gut. Schön, dass du da yes, bist. Yes. Yes. Nice. Rich hello, herum. Everybody. Captain Morgan habe ich drin. Guten Morgen an alle. Welcome back to our streams. Willkommen zurück zu unseren Streams. Another episode of Tarkov TV Live. Heute ist endlich wieder mal eine andere Episode von Tarkov TV. We will try to show you what's going on. Und wir werden versuchen, euch zu zeigen, was momentan los ist. Beziehungsweise, wir werden euch erzählen, wie momentan der Stand ist vom Spiel. Und wir werden euch ein paar neue Sachen zeigen. Also wir haben jetzt lange Zeit dran gearbeitet, an ein paar Sachen. Und das ist es. Also heute wird das ein eher informativer Podcast. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, was ich machen soll, Fragen zu beantworten, ob wir überhaupt Fragen haben. You still wanting to be answered? Wollt ihr wirklich, dass ich noch Fragen beantworte? Mal gucken. So. This is the Mirka. Das ist der Mirka. You all know the Mirka. Ja, alle kennt der Mirka. You all can see that we kind of redesigned our. Und ihr seht auch, dass wir unser Studio komplett redesigned haben. It's a Terra Group Labs. Es ist jetzt unser Terra Group Labor. Hinten sind ein paar Objekte noch zu sehen. Konnte ich mal genau angucken. Es ist recht beeindruckend. Der Mirka ist sogar verantwortlich für das ganze Design hier, für den ganzen Prozess. Er hat eine gute Arbeit gemacht, das Ganze hier einzurichten und das ganze Studio sozusagen neu einzurichten. Also, als allererstes. Happy to see you. Ich bin erstmal sehr, sehr glücklich, euch wiederzusehen. Es ist eine lange Zeit. Es ist schon lange, lange her, dass wir hier waren, dass wir einen Podcast gestreamt haben. And we are like working. Wir sind momentan wirklich am Arbeiten. Höllisch am Arbeiten. Wir haben an unserem
an unserem Prinzip, unserem Alltag gar nichts gemacht. Wir arbeiten an verschiedenen Sachen und wir planen weiterhin, das Spiel zu releasen. Das ist das Einzige, worum wir uns momentan sorgen, um den Release von Tarkov. Wir haben tatsächlich so einiges, was wir euch heute zeigen möchten. Die meisten Sachen sind so kleinere Features und diese Features werden in den nächsten Patches released werden. We can actually start. Und ja, wir können eigentlich starten. Right away. Direkt starten. Let's go. Mit den neuen Sachen. Schlussgash. Продолжим. Okay. So, let's begin with. So, wir fangen an. Mit. Kratz. Reh. Kratz. Чего Камачка. Не-не-не, ты так это, там все слышно, между прочим, понимаешь? Здравствуйте. Давай. И покажем, что у тебя есть. So, first of all, we'll show so, you new gun. Geht los? Ну, а что, я пока... Ich glaube, er sagt, ihr sollt schon mal die Map starten. We'll show you new gun. Wir zeigen euch eine neue Waffe. Stream button, all right, here we go. Let's go. Und da ist die neue Waffe. Nice. This is one of the new guns. Das ist eine der neuen Waffen. Ein Revolver. Wir haben uns schon lange versprochen, diesen Revolver zu releasen. Jetzt ist er endlich da. Deutsch. Englisch, nice. Die CR. So this is the Reno Revolver. Reno 50DS. Have Chopper. Of it, and wir haben mehrere Versionen davon und jede Version hat so verschiedene Eigenschaften, sieht ein bisschen anders aus. It will have different calibers, hat ein anderes so Kaliber, also verschiedene Kaliber, die verschiedenen cover, Versionen. Like a lot of new calibers, pistol calibers. Es gibt, werden einige neue Kaliber sogar dazukommen. Für die verschiedenen Waffensysteme. Okay. Wir sehen die CR40 und die CR50 gerade auf dem Screen. Ah, die Munition. 357 FMJ, 357 AP. Sehr viel Blau, Maxi. Moin, Maxi. Ich hoffe, sie sprechen es nicht an, Sophie. The revolver in action. So, wir zeigen euch mal den Revolver in Aktion. Wir werden jetzt in eine Runde gehen und werden euch jetzt Stück für Stück ein paar Sachen zeigen. Also tatsächlich hatten wir sogar noch ein paar mehr Sachen geplant für heute. Wir mussten aber ein bisschen was verschieben leider. Wir werden die Sachen, die wir euch heute noch zeigen wollten, heute nicht schaffen. Montag erzählen. Also am Montag werde ich ein bisschen was mehr erzählen. Vielleicht auf Instagram, vielleicht auf Twitter. Also Montag werden noch ein paar News rauskommen. Okay, los geht's. Damirka wird komplett eskalieren. Ist doch schon hochkonzentriert. About the arena. Arena. Arena is like in development right arena now. Arena ist in der Entwicklung momentan. And, it's like the pretty good stage actually. Es ist in einem guten Zustand momentan. Wir sind gut weit gekommen. Settled with all the designs. Wir haben alle Designs soweit durch. It's not like demo version of und wir sind momentan, like, ich würde es nicht Demo-Version nennen, sondern so eine Art Prototyp. Also es ist ein Level, wo wir momentan testen. Und da geht es um einen 2 versus 2 Arena-Game-Modus. Ich kann leider nicht mehr sagen, weil wir momentan immer noch hart dran arbeiten. Big release for es wird ein sure. Also Arena wird ein großer that, Release für dieses Jahr. Das ist mal sicher. Year, und es wird yes, definitiv dieses Jahr released. Really wir wollten Arena so früh wie möglich rausbringen. Das ist für uns ein kritischer Punkt, dass das wirklich früh released wird. Right das ist ein wichtiges Element für uns und wir arbeiten momentan wirklich hart dran. Ich kann euch leider nicht mehr darüber erzählen. Ihr werdet aber in ein bis zwei Monaten mehr darüber sehen und mehr darüber erfahren und werden euch Infos geben. In ein bis zwei Monaten ungefähr. Krass. Schöne Nachrichten, by the way. Richtig schöne Nachrichten. Ja. Toll. Arena incoming.
For those who are asking, für die, die gerade fragen, like usually we have our streams the basic language is English. Normalerweise sprechen wir auf Englisch, aber ich muss immer wieder mal auf Russisch wechseln. So, weil ich nicht hundertprozentige Sicherheit habe im Englischen. Also wenn wir mal was besprechen, in parallel, you can have an ability to see the translation. And I will eventually, also einige Sachen werde ich auf Russisch sagen. Es muss manchmal sein, weil ich die Informationen schnell rausgebe. Aber der Stream prinzipiell wird auf Englisch sein. Schöne Waffe. Der Mirka sagt, es ist ein gutes Gameplay. So, this is a revolver. Actually, I really like the revolvers. So, also ist das hier die Pistole, das ist der Revolver. Und es ist so, ich persönlich mag hier den Revolver. Er ist ziemlich realistisch und entspricht so auch der Hardcore-Mechanik. So ein Revolver allgemein vom Grundprinzip. Und gerade dieser Revolver, ich weiß nicht, ob er nützlich genug sein wird für eure Art von Gameplay-Stil. Aber ja, es wird vielleicht gut genug sein. Und möglicherweise wird es interessant sein für 1 vs. 1 Matches, direkte Konfrontation, könnte die Waffe ganz nützlich sein. Die Waffe ist praktisch unkaputtbar, ist praktisch gar nicht zu zerstören an sich, so was die Haltbarkeit angeht. Und mit dem Kaliber dieser Waffe ist es vielleicht auch sehr interessant, weil ich glaube, dass dieses Kaliber nochmal gut ins Gesamtsystem reinpasst, dass es das Spiel gut ergänzen könnte. Eine schöne Erweiterung wird für das Spiel. Arena, Ausrufezeichen, Arena. Arena, Arena. Arena. Auf Englisch, Arena. Arena. Also, what can I say? Like, we have like prepared a bunch of different new stuff. Also, wir haben für euch ein paar neue Dinge vorbereitet. Und ja, wir haben halt jetzt vorhinein wirklich erstmal viel gearbeitet an technischen Optimierungen, an FSA, an DLSS, viele technische Dinge, auch bezogen auf die künstliche Intelligenz. Wir haben viel am Netzwerk gearbeitet. Also ihr seht, wir bereiten uns wirklich in großen Schritten auf den Release vor von dem Spiel. Und dazu gehören halt viele verschiedene Teile. Viele verschiedene Aspekte müssen so hinbekommen werden, dass sie in der nächsten Zeit wirklich einen Punkt erreichen, dass sie in den Release reinpassen. Was dazu auch gehört, ist Steam Audio. Steam Audio wird in Zukunft auch behoben werden. Auch daran arbeiten wir. Im Grunde genommen gibt es seit dem letzten Update, das wir rausgehauen haben, nicht einen einzigen Tag, wo wir nicht dran gearbeitet haben. Also wir sind sozusagen unermüdlich und die ganze Zeit ohne Pause weiter am Arbeiten. GG's. Was fällt heute? Es wird einen Schnelllader geben für den Revolver, dass der Revolver noch schneller wird, gerade beim Nachladen. Don't look at the actual the feedback and the recoil and everything. Also schaut euch bitte momentan nicht. Schaut nicht zu sehr auf das Recoil, schaut nicht zu sehr auf das Verhalten der Waffe, weil so wie die Waffe hier zu sehen ist, ist noch nicht final. Also da werden noch viele Sachen, viele Eigenschaften geändert. Durchschlagskraft, aber auch der Recoil, das Recoil-Verhalten und die Ergonomie und so weiter. Das ist alles noch nicht fix. Wir sehen momentan eine Vorabversion von dieser Waffe. Also bitte erschreckt euch nicht. Erschreckt euch nicht. So, what's next? Guys, like in the chat, continue to ask about anti-cheat. I don't know what to say. Like anti-cheat, yes, we have anti-cheat, and we. Also, was Punkt like, anti-cheat ist, Leute fragen immer nach anti-cheat. Ja. Wir haben anti-cheat. Four or five updates. Wir haben letzte Woche 4 bis 5 updates gemacht, nur für das anti-cheat. Also anti-cheat wird ständig weiterentwickelt. Es ist nicht so, dass etwas, was vor Monaten eingeführt wurde und dann alle paar Monate aktualisiert wird, es ist nicht so. Es ist so, funktioniert das nicht. Alle Updates werden immer wieder aufgespielt, fast jeden Tag sogar.
wird das Anti-Cheat-Programm aktualisiert und verbessert. Okay, die nächste Sache, die wir euch zeigen möchten, DLSS-Video. Ist das DLSS. Ja, nur просто по порядку. Also ein DLSS-Video. Wir haben sogar zwei Videos. Das eine Video, was wir vorbereitet haben, ist eher ein technisches Video. Da geht es darum, wie man es ein- und ausschaltet. Und das zweite Video ist direkt von Nvidia. Lass uns unseres zuerst schauen. Das erste Video, also das technische Video, wie man Dinge ein- und ausschaltet. Oh ja, like it. This is a. Da ist das schon, DLSS. Hier ist die Option. DLSS ist planned for the nearest patch, I think. DLSS ist für den nächsten Patch geplant. Also für den nächsten Patch. It's ready. Es ist fertig. DLSS ist bereit. Ready to launch. Und es wird kommen. No, also no DLSS. DLSS Quality. Wow, sagt er. Achtet auf die FPS oben in der Ecke, ne? DLSS Balanced. 130 FPS. Da. Oh. Sock. Oh, Juice Time. Juice Time. Es wird Zeit für den Saft. Cheers. No DLSS. DLSS Quality. DLSS Balanced. Muss man eine Kamera höher machen. Das waren so 70 bis 140 FPS jetzt. Also das No DLSS hatte 78 FPS angezeigt. DLSS Quality. Balanced. Man sieht so ein bisschen, wie die Reflektionen verschwinden, meine ich. Ach, dort auf den FPS-Wert oben rechts. 144 FPS. DLSS Performance, 144 FPS. Anschlag. So, kein DLSS, 72 FPS, 70 FPS. DLSS Quality, 106 FPS. DLSS Balanced, 113 FPS. DLSS Performance, 114 FPS. 113, 114 FPS. You guys, you like it? I think also links ist 70, cool. Das zweite 108, 113, 114. Finally, mögt ihr das? FPS also ist. Endlich. Endlich kriegen wir die FPS gepusht, sagt Nikita. Alright, the endlich, next one is a DLSS video from Nvidia. It's like, danke, Kutte. Kutte, vielen, vielen Dank. Ich mach gerade mal ein bisschen leiser, Kutte. Vielen, vielen, vielen Dank. Genießen wir das Video. Everybody, on me! Coming soon. Geil. So, this was the DLSS promo announcement. So, das war das DLSS Promo Video von Nvidia selbst. Will be available in the game later. Not in the DLSS patch, but later. The FSR will also be available. DLSS wird verfügbar sein. That I can pronounce correctly. Im nächsten Patch und auch das AMD-Pendant wird ebenfalls verfügbar sein. Es wird ebenfalls verfügbar sein. Ich habe später noch ein paar Infos dazu. What's next? Zeige ich euch in einem kurzen Augenblick. The video Kutte, called vielen, vielen Dank. Und Jack O'Neill, holy shit. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Let's watch it first and you will, like, understand. Ich habe jetzt ein Video für euch, was das Thema Craften angeht. Wir gucken uns zuerst das Video an. Damit ihr versteht, worum es überhaupt geht, und dann reden wir darüber. Let's go. This item will be used. Dieses Item wird benutzt sozusagen als Hilfsmittel. Es kommt zurück, nachdem du es benutzt hast. Also, das Schraubenzieher wird bei diesem Craft nicht verbraucht. Kein Verbrauch mehr des Schraubenziehers in dem Fall. Hier auch, das Krasavice wird nicht verbraucht. Krasavice. Also, wo dieser blaue Schraubenschlüssel zu sehen ist. Keine Verbrauchsgüter mehr. Zeiten sehen identisch aus.
Das heißt, das Werkzeug sozusagen wird nicht mehr verbraucht. Das Feuerzeug hier wird auch nicht verbraucht. Okay. Schönes Feature. Und ja, der das Feuerzeug bleibt übrig. Ich glaube, das haben wir verstanden. Baron, vielen, vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und MB, moin, 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 vielen Dank für den Follow. Vielen, vielen Dank. Schraubenschlüssel bleibt erhalten. Get Items. Schraubenschlüssel ist immer noch da, nach wie vor. Items has been put in the stash, steht unten rechts in der Ecke. Also dass der Schraubenschlüssel jetzt wieder im stash gelandet ist, nach dem Produzieren, nicht verbraucht wurde. Okay, schönes, for those who is asking, this is a small feature. Das ist ein kleines Feature, sagt Nikita. Das bedeutet einfach, dass das Werkzeug, right now, was du zum Craften benutzt, dass du Werkzeuge brauchst zum Craften. Momentan ist es so, du benutzt einen Schraubenzieher und nach dem Craft ist der Schraubenzieher weg. Right after this update, also nach diesem Update wird es so sein, dass du wirklich nur einen einzigen Schraubenzieher brauchst. Der Schraubenzieher wird wieder zurückkommen in deinen Stash nach dem Craft. Nachdem der Craft fertig ist. Das ist alles einfache Sache. Und wahrscheinlich ist der Schraubenzieher und auch andere Instrumente, andere Werkzeuge werden einfach tausendmal seltener. Werden viel, 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 viel seltener. Also vielleicht nicht unintelligent, sich jetzt solche Items schon mal zurechtzulegen, weil die werden richtig schwer zu finden sein. So, nächstes Feature, nächstes Video, let's go. Weapon Repair Kit, Waffenreparatur. Can be used in Raid 9. Repair 800 von 800 Punkte können repariert werden. Diese Reparatur wird 0 von 3 Punkten von der maximalen Durability rausnehmen. Repair Kit, Repair 31 Punkte kosten. Okay, Waffe ist repariert. Also ein Werkzeugkasten rein für die Waffenreparatur. Diese Waffe ist auf 30 von 100 Durability, also 70 Haltbarkeit fehlen. Er wendet den Koffer ein an und wählt das Repair Kit aus. Repair-Punkte 31 werden verbraucht. Er geht auf 608 runter und die Waffe ist repariert. Uff. Gleichzeitig wird anscheinend das Skill gelevelt. Weapon Service and Maintenance hat er hier auf Level 50. Die Waffen, der Waffenverbrauch, also die Haltbarkeit, hält länger bei einer Waffe. Und ja, die Folgen scheinen der Waffenbenutzung scheinen sich zu reduzieren. Dasselbe jetzt auch für Rüstungen. Ein Rüstungsreparaturset. Okay. Rüstungsreparaturset, Haltbarkeit 1000 von 1000. Er hat hier drei Slicks. Slick ist um 50 Punkte verringert. Er geht auf das Reparaturkit und es steht, dass 77,9 Punkte verbraucht werden. Er repariert und die Slick ist auf 79,6 hoch. Nächstes Teil, wieder 77,9. Reparaturkit ist bei 576, geht runter auf 498. Also er braucht ungefähr 80 Punkte, wie es unten rechts in der Ecke stand. Also, das war ein Reparaturkit. Wir haben verschiedene Reparaturkits. Einmal Rüstungsreparaturkits, einmal Waffenreparaturkits. Das sind also verschiedene Typen, die kommen werden. Das Ding ist, dass die relativ selten sein werden. Du wirst eine Fähigkeit haben, oder deine Waffen oder deine Rüstungen einen Skill haben, deine Sachen zu operieren, mit der bestmöglichsten Qualität. Und wir werden natürlich auch verschiedene Buffs bekommen, wenn du die Waffe selbst reparierst mit dem Kit. Du wirst deine Skills leveln können, mit diesem selber reparieren und du wirst einige Boni kriegen über diese Skills, die wir dann noch sehen werden. Ja. Es ist ebenfalls geplant für das nächste Patch, für den nächsten Patch. Also das wird uns auch im nächsten Patch erreichen. The next week? Wann kommt der Patch? Nächste Woche? Nein, 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 nein. Ja, ich guck mal hier, da ist das Datum, okay. Ja, da. Ja, wann ist genau das Datum? Wann ist der Patch? DLSS wird nächste Woche da sein. Maybe the week after next week. Vielleicht übernächste Woche. Anderthalb Wochen. Like something in between. Also irgendwas dazwischen.
Ein bis zwei Wochen. What's next? Was kommt als nächstes? Customizable armor and armor hit zones, they are also planned, but not customizable armor. Also, veränderbare Rüstungen, selbstmodifizierbare Rüstungen sind ebenfalls geplant, sind aber nicht Teil des nächsten Patches. Überspringen wir an dieser Stelle. Gucken wir uns das nächste Video an. Let's watch the next video. Lass uns das nächste Video angucken. Schraubendreher jetzt schon 50.000 wert. Jetzt gerade 50.000 steigen die Preise. Wow. Wow. I will communicate. So this is the addition, small addition for the daily quests. Also wir haben einige Erweiterungen für die frühen Quests. Ziemlich simpel. Verschiedene Arten von Waffen. By utilizing specific type of weapons. This is a pretty simple addition. Also dass die Quests erweitert werden. Es geht darum, dass man sozusagen gewisse Waffensysteme benutzen muss. Als neue Questaufgabe. In dem Fall benutze SMGs, benutze Shotguns. Und ja, auch eine kleine Sache wird auch kommen. Also eine Questerweiterung. So Leute, wir haben noch mehr, was wir euch zeigen möchten. Lass uns aber jetzt unbedingt eine Pause machen. Es wird Zeit für einen schönen Saft. Geht nirgendwo hin. Wir sind gleich wieder da. Kurze Saftpause. Schade, dass sie nicht zeigen, wie sie ihren Saft trinken. Schade. Jack, nochmal vielen Dank für deine 500 Bits. Dankeschön. Ja, also ganz coole Sachen, ne? Ganz coole Sachen dabei. Was interessant wäre, wenn diese Rüstungskits auch verschiedene Level hätten, dass Noobs zum Beispiel mit einem Level 1-Kit auch ihre Level 1-Rüstungen, aber auch Waffen reparieren könnten. Dr. Damirka. Schraubendreher kosten gerade 250.000, macht keinen Witz. Wirklich? Man spart sich hammer viel Geld. Man spart sich hammer viel Geld und man kriegt Boni. Das ist auch schön. Man levelt seinen Skill, man kriegt Boni, man wird besser noch dadurch, ja? Der Typ im Hintergrund rockt, das ist Damirka. Damirka ist einer der bekanntesten, sage ich mal, Battleset Games Mitarbeiter mittlerweile. Besonders bekannt für seinen Spielstil. Ach du Scheiße, Mr. Stretch. Dankeschön. MR-Streich-Unterstrich zerbombt uns mit 10 Subs. Ach du Scheiße, haust eine 10er-Bombe raus, Mr. Stretch. Vielen Dank. Dankeschön. Sub an Judith, Yoginator, Dizina, an Marius, Markus, Mitchell, Seed, Massadude, Immobel und Grabo. Vielen Dank. Ein Mr. Stretch. Ehrentröte geht raus. Vielsten liebsten Dank. Ich hab gerade die Frage gelesen, warum der Schraubenzieher hochgeht. Er hat gerade gesagt, dass der Schraubenzieher sehr, sehr selten zu finden sein wird. Dadurch, dass das Schraubenzieher sich nicht mehr verbraucht in Zukunft, wird es ein Rare-Item. Es wird ein seltenes Item. Also er hat auch selber gesagt gerade, dass es Sinn macht, jetzt sich darum zu kümmern, dieses Werkzeug zu finden. Also ich empfehle jedem, sucht euch das Werkzeug, Schraubendreher, alles am Werkzeug. Feuerzeuge, Schraubenschlüssel, alles in dieser Hinsicht, ja. Dieser langen Schraubendreher, die kurzen Schraubendreher, vielleicht auch Öl, guckt, dass ihr auch sowas sammelt, vielleicht dieses Schmieröl, das große Schmieröl, kleine Schmieröl. Ich würde alles sichern. Mindestens ein Item von jedem, es wird nicht mehr verbraucht. Und deswegen, die Preise steigen jetzt gerade, ja. Wäre cool, wenn wir die Kids anstatt einen Rucksack mitnehmen könnten. Oh, ist angestoßen. Cheers. Sewing Kit, 100k bis... Sewing Kit, GS Dragon Moin, auch steigt jetzt gerade... ich kann nichts kaufen gerade. kauft euch das Zeug. Oder verkauft es zumindest nicht. Also ich würde mindestens eins behalten, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall eins von jedem behalten, den Rest könnt ihr verkaufen. I'm here. Кто скребется там? Entschuldige mich, ich bin hier, sagt Nikita. Лёд! Stoppt. Давай! Komm rüber. Давай, Лёд! Das Problem mit den Cheatern ist besser geworden. Easy Shot, Taran. Ah, noch ein bisschen Eiswürfel für den Saft. Okay, we're back. Traumschlüsse später so selten wie Reparaturkits. Ja, das wird richtig selten. Da lohnt sich mein Messi bei Tarkov und allen Sachen. Etwa 10 bis 30 Stück in 8 Junk Cases. Könnt ihr? The next thing that we want to show so, die nächste Sache, die wir euch zeigen möchten, ist eine richtig gute...
Erweiterung? To do daily quests. Für die, die frühen Quests mögen, also die, die im Early Game gemacht werden können, haben auch eine sehr schöne Sache. Zeigen wir euch jetzt. Dragon, dankeschön. Okay. So, you have accepted quests. So, ihr habt angenommene Quests, Daily Quests. Ну давай, врубай, уже пошло все. Да. And as you can see, we und have so wie a ihr sehen könnt, habt ihr hier einen neuen Knopf. Der so ist mit Change bezeichnet. Also, ihr habt, eine, ihr habt jetzt in Zukunft die Möglichkeit, also Quests to zu wechseln. Quests zu wechseln für einen kleinen But Preis it, und für einen kleinen Preis in der Reputation. Like Aber wenn ihr das macht, habt ihr die Möglichkeit, eine Quest einfach abzugeben und eine neue zu bekommen, vielleicht eine bessere zu bekommen, eine spannendere Quest zu bekommen, wenn es eine langweilige Quest ist. Also ihr könnt in Zukunft Quests rerollen. So, like, you will receive the new quest. Und ich habe es jetzt hier gemacht und ihr seht, wir haben jetzt die neue Quest. The feature is under testing. Right? Dieses Feature ist noch in Testung. Okay, the next thing. Dieses Feature ist noch in Testung. Okay. Die nächste Sache. Is called the Lighthouse Expansion. Die nächste Sache ist Lighthouse Expansion. The Lighthouse Expansion Video. Aber bevor das Lighthouse Video kommt, I will show you möchte ich euch was zeigen. The Lighthouse Expansion Video. Und zwar das Lighthouse Expansion Video. Seid ihr bereit? Ich glaube, der Saft kickt schon. Okay. Der Saft kickt schon. Der Saft geht schon gut. So, Lighthouse Video, let's go. Ist leiser, hat einen Ton gemacht. Sehr leise, ne? Ich hab's hier maximal Lautstärke. Das Video an sich ist leise. Ja, ist ja egal. Also, Zugang zum Lighthouse. Ich bin mal ruhig. Er hat's gemerkt, er hat's lauter gemacht gerade. Lull. Ja, ja, der Saft. Schön. Sieht nach zwei Zugängen aus, ne? Habt ihr gerade gefragt. Sieht nach zwei Zugängen aus, ne? Krisse, da würde ich gerne sterben. Ganz oben, ne? Squee. Squee, WB. Romantische Gefühle kommen da auf, ja. Mein Herz weitet sich zu einem saftigen Steak. Schön, Baron, schöne Geschichte. Hey Yoshi, moin. Das Gefühl, das wiederholt sich gerade.
Ja, es wiederholt sich gerade. Ich glaube, er, also die trinken ja die ganze Zeit Saft. Ich glaube, der Saft kickt immer mehr. Der Saft kickt immer mehr, Leute. Das wiederholt sich. Ich merke es gerade gar nicht. Es läuft fast zum zweiten Mal, das Video. Ja, ist okay. Genießen wir ein zweites Mal. Let's go. Was einfach so? Ja, heute Morgen, Torin, habe ich meinen Friesentermin gehabt. Moin Harmon Rabbit, grüße dich. Wenn ich es jetzt noch ein drittes Mal durchlaufen lassen, ne? Der Saft kickt oder die stehen jetzt an der Theke. Ja, ja, die, genau. Da sind sie, da sind sie. BB. So, the expansion. So, die Erweiterung. Also ihr wisst ja, dass die Lighthouse-Erweiterung kommt. Er hat die Musik angelassen. Schwer zu verstehen. Sorry, music, yes, I'm sorry. Dankeschön, Nikita. So, once again. Also nochmal. The expansion will also die Erweiterung be not only about wird nicht nur the Lighthouse expansion and everything. Nicht nur die Lighthouse-Erweiterung sein. New areas for the exploration, nicht nur neue Gebiete and, um Lighthouse herum, will, sondern der Patch also add new bosses. Wird auch noch neue Bosse hinzufügen. Bosses, you will, we will show you them. Wir werden euch die Bosse ein bisschen später zeigen. They are almost ready, but sie sind fast fertig, not ready enough. Aber noch nicht fertig genug. And, there will be pretty big amount of unique things. Und es wird ziemlich viele einzigartige Dinge geben, die man tun kann bei dieser, auf dieser Location. Also das dauert aber noch ein bisschen. Das wird jetzt nicht in der kurzfristig nächsten Zeit sein, gerade auch was den neuen Trader angeht. Das wird jetzt nicht in der kurzen, in der nächsten Zeit kommen. Aber es ist der richtige Zeitpunkt, um euch ein paar Dinge zu zeigen, was den Trader, den neuen Trader angeht. Man muss zu diesem Trader hinfahren, ihn persönlich besuchen. Man hat einen speziellen Zugang, um zu ihm zu kommen. Man muss ihm gewisse Dinge geben, um Aufgaben zu erfüllen. Aber ich zeige euch das gerade. Ich zeige euch den Händler. Ich habe hier ein Bild. Eine Sekunde bitte. Das ist nicht nur Saft im Spiel. Nee, Saft ist immer ein Codewort für den Wodka-Ekstase. Das ist immer ein Wodka-Abend. Und die sagen halt immer Saft dazu, weil... Okay, here you go. Aus Anstand. This is the Lightkeeper. Das ist der Lightkeeper. The new trader. Der neue Händler. It's not a typical trader, actually. Das ist nicht ein typischer Händler. A little pretty, like, unique stuff. Er ist ziemlich einzigartig. And, of course, die Sachen, die er gibt, you will see it by yourself. Ihr werdet es dann bald selber sehen. Товарищи, там, с комьюнити, запостите торговца в картинку. Красивые. Also sie schenken ein bisschen Saft nach. Okay. Sie schenken Saft nach. I also have a... Oh, this is the screenshot of AMD FSR. Okay, das ist nochmal ein Screenshot von AMD FSR, also das DLSS-Pendant. Verschiedene Modi, die man bei AMD einschalten kann, okay. And, und hier ist noch ein noch Screenshots, like several Screenshots, mehrere Screenshots Lighthouse von Lighthouse, von der Erweiterung, also die hier kommen wird. In our social media. Die sind jetzt auch alle gepostet auf Instagram. Also guckt euch das auch gerne auf Instagram oder auf Twitter an, auf beiden Kanälen. Ein paar Bilder. Like a lot of buildings, a lot of places. Jede Menge Orte, jede Menge Gebäude, die man jetzt neu erforschen kann. And the lighthouse. Und natürlich der Leuchtturm selbst. Protected by beschützt another boss. Von einem weiteren Boss. It will not be a simple. Es wird nicht leicht sein für euch, Zugang zu bekommen zu diesem Händler in dieser Lighthouse-Erweiterungszone. Ihr werdet es schon noch sehen. Okay, so we es wird, still es wird have nicht leicht. To show, maybe? Oh, so, yes, haben wir noch was zu zeigen? Cool, ja. Feature to show you. Hier haben wir noch ein cooles Feature, was and, ich euch gerne zeigen möchte. Actually, und it will be the last thing that es ist leider auch schon das Letzte, was wir euch heute zeigen werden. But aber actually, aber wir können es zeigen. Right away. Ja, wir können es euch direkt zeigen.
Saft? Okay. Okay. Let's show. Lass uns das zeigen. Das letzte Video. Dort werden alle campen. Let's go. Wenn man da reinkommt. Hehlerware, Chris, ja. Oh. Eine Leuchtpistole. Geil. Wow. Cool. Oh mein Gott, was? Was? Kann man den Job damit holen? Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Oh mein Gott. What? Nein. Was ist das denn? Der wirft Flares ab. Und er dreht eine Kurve. Ah, so kann man den Drop sehen. Guck mal. Oh mein Gott. Cool. Cool. Der Fallschirm. Ah, cool, cool, cool. PUBG lässt grüßen, Matchtolle. More Matchtolle, ja. Yeah. So, this was the, like, the hand flare. The pistol, das war pistol that, die Leuchtpistole. Have, an ability to call in the airdrop. Die Pistole hat die Fähigkeit, den Airdrop zu ordern, zu holen. Thousands of the planes on the same, wenn ihr glaubt, ihr könnt tausende Airdrops rufen, you will not, das wird nicht will möglich sein. Diese Möglichkeit wird es natürlich nicht geben. Pistol flare will have außerdem kind of rounds and wird diese Leuchtpistole verschiedene Munitionstypen haben. At least for the first iteration, also in der ersten Einführung dieser Pistole wird es nur die, nur die Möglichkeit geben, das Flugzeug zu holen. Different types of airdrops, in Zukunft wird es verschiedene Möglichkeiten geben, verschiedene Airdrops zu holen. So, das ist in der Zukunft irgendwann mal geplant. This is all the stuff also momentan ein Munitionstyp und ein Airdrop, den man rufen kann. So, das wollten wir euch zeigen. Das war es leider auch schon. Wir wollten euch heute noch mehr zeigen, aber wir haben es leider nicht ganz geschafft. Ihr werdet die Sachen, die wir heute noch ursprünglich vorhatten, in den nächsten Tagen sehen. Der Plan ist es, das Ganze... die ganzen schönen Sachen, die wir heute gezeigt haben und ja, dadurch, dass das große Team immer noch an Streets of Tarkov arbeitet, haben wir auch jede Menge Sachen, die wir euch über Streets of Tarkov zeigen können. Wir versuchen halt, die Entwicklung von Streets zu beschleunigen, dass wir auch was Spielbares vorweisen können, sozusagen. Nicht, auch das nicht jetzt... nicht in direktester Nähe, aber es kommt bald. Viele, viele grafische Sachen, weapons, neue Waffen, gear, die wir euch zeigen, Ausrüstungen, die wir entwickeln. Also wir bewegen uns nach vorne und bewegen uns in großen Schritten zum Release des Spiels hin. Will not be easy for us, natürlich wird es für uns nicht leicht werden. Das wird eine schwere Zeit. Und ja, wir tun aber gleichzeitig, was wir tun. Wir tun, was wir können und was wir müssen und was wir in der Lage sind, tun zu können. Vielen Dank für den ganzen Support von euch, dass ihr das so unterstützt. Wir versuchen weiterhin mit hoher Qualität abzuliefern und euch zu begeistern, zu überraschen und euch wirklich die beste Qualität zu geben, die wir euch anbieten können. Wir versuchen weiterhin, unsere ganzen Probleme in den Griff zu kriegen, die technischen Probleme zu kriegen. Wir sind hier, wir arbeiten an den Sachen, wir versuchen alles zu geben und wir bedanken uns für eure Hilfe, für eure Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr heute mit uns hier wart. Die ganzen Videos, die ihr heute gesehen habt und die ganzen Bilder werden in den nächsten Minuten veröffentlicht. Und da ist noch viel, 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 viel mehr, was wir vorhaben. Natürlich besonders für die nächsten Patches. Und die Tarkov-Arena natürlich.
Aber ja, das ist es jetzt erstmal. This was kind of like the das short war, das war eine kurze Version podcast, des Podcasts, wie wir sie normalerweise half, machen. Even two half podcasts. Normalerweise like the New Year's one was kind of three gehen die anderthalb oder zwei hours. Oder teilweise But, der Neujahrs-Podcast ging drei Stunden lang. The purely Aber wir haben uns wirklich entschieden, heute einen rein informativen Podcast and, für euch zu machen, damit ihr seht, was neu ist und was in der nächsten Zeit kommt. Und euch zu zeigen, dass wir noch hier sind, dass wir noch da sind, dass wir noch leben, dass wir arbeiten und dass wir am Ball bleiben und das Spiel, die Entwicklung weitergeht. Ich denke, dass auch ein paar Turniere anstehen. Das heißt, ja, wir müssen heute auch jemanden raiden, der ein Turnier macht. Amerika. Amerika dringt durch die Maske. Das geht nur mit Wodka. Das ist der Beweis auch, dass sie nur Wodka, puren Wodka trinken. Anyway, thank you guys. Das kann nur Wodka sein. Let's rate this so, tournament. Also, vielen, vielen Dank. Lass uns das Turnier raten. Der nächste Podcast wird informative in terms of noch questions. Informativer sein, was jetzt auch Fragen angeht von euch. And we will answer them about und wir werden die Fragen about what you saw today and what's, dann auch beantworten. What's ne? Aber and, like wir planen das dann auch so, dass wir uns Zeit nehmen dafür und haben auch viele of, like, Dinge, die wir euch zeigen möchten. Und ja, wir wissen auch, was ihr hören wollt und werden darauf eingehen. Aber das nächste Mal. Okay. Okay. Tradition is the corpse of wisdom. Let's read. Come on, read it. Dreamer, Samantha und Nox, vielen, vielen Dank für eure Follows. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Moin, Chris, grüße dich. Moin, wie geht's dir? Wunderschönsten. Er guckt gerade den Namen raus für den. Ich denke mal, die gehen zum Hand. Die World Series 2 sind, glaube ich, heute. Das Finalspiel. Okay, guys, ein Deutscher ist dabei. Games. There will be tournament on this channel. Just say hello to nee, ist anders zu mir. It's not needed to be there and everything if you don't want to. Bin mir gerade nicht ganz thank sicher. You very much. Bye bye. Take care. Passt auf euch auf. Ich sag schon mal Tschüss an dieser Stelle. See you next time. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bleibt sauber. Всем привет. Noch ein paar Abschiedsworte auf Russisch. Очень рад видеть. Абсолютно всех. Liebe geht raus. Поэтому давайте. Всего хорошего. Давай dabei. Auf Wiedersehen. Вам всего наилучшего. Вот. Ich würde gerne verstehen, was er jetzt sagt. Let's go, Reading. Guys. Let's go, sagt er jetzt. Auf geht's. Weiter geht's. Видимо, нет, слушай, 19 тысяч. Они, видимо, починили. Dreamer und Hacker, gerne, sehr, sehr gerne. Super Spaß gemacht. War ein sehr kurzer Podcast, ne? Mal gucken. Ja, wir haben jetzt noch unter eine Stunde bye diesmal. Bye. Bye, bye, Nikita. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Nikita ist so cool, oder? Jo, und da geht's rüber.